Hallo und willkommen zu Wave Nummer 1 von Deluxe Figuren. Das liefen parallel zu Masters Origins Wave 3. Das sind die Figuren. 4 Stück gab es damals. Also wie gesagt, parallel zu Wave 3. Ramman, Clanchamp, Battle Armor Him und Battle Armor Skeletor. Das ist der Comic. Ein schönes Cover, finde ich. Aber ich habe sogar Variante bekommen damals. Ich weiß nicht, wo drin gewesen ist. Ich habe einmal die Variante. Einmal dieses hier. Die 4 Figuren drauf. Plus Pantor. Und, das weiß ich, welches drin gewesen ist. Welches drin gewesen ist, weiß ich jetzt genau. Und ich habe noch eine, wo das gleiche Cover, wo mehrere drauf sind. Roboto, Merman, Zodek, also Battle Cats, also mehr drauf auf die anderen. Vergleich. Oh, das ist anders. So, genau. Wie gesagt, 2 verschiedene Rückseiten. Finde ich interessant, sowas. Finde ich gut. Meine erste Variante. Finde ich super. Habt ihr auch so eine Variante von den Heften? Oder habt ihr nur jetzt beide Versionen oder nur eine Version von den beiden? Ich habe keine Ahnung, was davon selten und nicht selten ist. Ich finde vorsichtig verschieden. Ich finde diese, wo mehr drauf sind, besser als die kleine. So kann man jetzt einordnen, wo die Wave zugehört, zu meinen Figuren, zu den 4 Figuren. Okay, fangen wir mal an. Also fangen wir mit der neuen Figur an. Also Ramman. Die Figur ist total besser als die alte Figur. Die alte war ja, wisst ihr, kennt ihr glaube ich selber, die Vintage-Figur. Leicht, locker und die hat nur wegen 10 Gramm gewogen, also echt vom Gefühl her. Der ist robust, richtig schwer, hat Gelenke, sogar die Beine kann man, Füße kann man bewegen. Man kann ihn reinmachen, aber die Funktion draufdrücken, dass er vorschnellt, aus einem Rahmen kann man nicht machen, nur rein, raus, ist die Achsball gewesen. Sehr schön gemacht, Kopf kann man, jetzt kommst du Hammer, wie gesehen, man kann den Kopf austauschen. Es war ein zweiter Kopfball gewesen, dieser hier. Ich habe den klassischen gemacht, der zweite sagt mir nicht so zu, ich finde den alten besser, Vintage halt irgendwie. Und es war nur eine zweite Axtball gewesen. Das ist die normale Axt und eine Doppelaxt. Eine sehr schöne Figur, finde ich. Ich stelle mal hier hin. Er ist kleiner, kann den Kopf sehen. Das sind die Köpfe von der Figur. Das Cover von der Figur, das habe ich. Ramman, genau. Da sieht man ja Faker drauf. Skeletor, Rotorn und Ramman, der gerade den Rotorn rennt. Wo Faker drin sitzt, genau. Eine sehr schöne Figur. Ich verstehe nur nicht, ich hätte besser gefunden, wenn die Figur auf Karte gekommen wäre. Das heißt, ich wäre echt besser gewesen, wenn die Figur halt auf normaler Karte nicht auf einer großen Karte gewesen sind. Aber Vorteil einer großen Karte ist, Ramman ist vorne drauf. Wie gesagt, also die Figur ist preisig aktuell bei 10 Euro. Plus Versandkosten 14, 15 Euro. Preis damals gewesen 20 Euro. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, dass er so unbeliebt ist. Ich könnte vermuten, es ist unbeliebt wegen der Karte, weil die Karte, die großen Karten, so beliebt sind die kleinen Karten. Also die Figur ist top. Eigentlich müsste Ramman auch sehr selten sein normalerweise. Ich könnte auch sein, dass die Auflage höher ist bei den Lux-Figuren als bei normalen Figuren. Weil die Wave 3, wenn man dann guckt, so ein bisschen, Wave 3, das war hier. Von den Wave 3 ist der Shira mittlerweile ein bisschen Mehrwert. Roboter, Merman auch, der erste Merman und Zodek auch. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es an der Karte liegt oder die Position höher gewesen ist. Die zweite Figur, sage ich mal, ein klassischer He-Man. Mit Axt hinten drin. Wie früher, man kann ja Schaden machen, nochmal drauf drücken. Die Zauberrüstung Kiemen hieß er früher in den Hörspielen und wieder zurück. Schwert ist dabei, ein halbseitiges Schwert, also kein ganzes Schwert, ein Halbschwert nur. Und ein Kopf dabei, ich habe jetzt den neuen Kopf drauf gemacht. Das ist der Vintage-Kopf, der auch dabei gewesen ist. Sehr nette Idee, finde ich. Und die Figur ist eigentlich ganz gut, finde ich. Also jemanden als Battle Armor, Christ und Zauberrüstung He-Man. Das war die erste Variante von He-Man, die ich damals hatte, außer den normalen He-Man. Deswegen, die Figur mag ich total. Deswegen top. Und die andere Figur, die dabei gewesen ist, das ist mein Liebling, absoluter Liebling, Battle Armor Skeletor. Hammer. Gleich, das Gute daran ist, man kann das Schwert hinten reinstecken, das Schwert. Oder den Zauberstab. Halte schön fest, nicht mehr fallen lassen. Und man kann Schaden vortäuschen. Genial. Die Figur habe ich so gesucht die ganzen Jahre über, weil wo ich Kind war, war die Figur bei den Battle, also Zauberrüstung He-Man, war die Figur drauf gewesen, hinten drauf, auf der Rückseite. Aber ich habe die Figur nirgendwo gesehen oder kaufen können. Das war so, warum war die hinten drauf bei Mattel? Ich weiß, US-Position, Europakarte trotzdem drauf gewesen. Ich hatte ihn nicht im Laden gesehen. Wollte ihn mal haben, weil ich den cool gefunden habe. Gegenpart von He-Man, das hatte ich gegeben so gesehen. Deswegen war meine erste Skeletor-Variante Dwayne Buster Skeletor, nicht er hier. Und ich mag den voll irgendwie. Ach ja, ich vergesse die Karte von He-Man.
Ein Merman und Madman mit Arms drauf. Da kämpft Heeman wieder. Ein cooles Bild. Von Battle Armor Skeletor, Beastman und Evelyn. Gerade Besprechung oder so. Auch schönes Bild. Aber weil ich die Figur als Kind, ich hatte sowas, kennt ihr glaube ich, wenn ihr eine Figur als Kind haben wollt, die ihr haben könntet, weil ich die gegeben hatte und so. Ich habe mir die Figur zweimal geholt. Das heißt, für 10 Euro bei Sniff Toys damals noch. Einen zweiten Mock, ist eine wenige Figur, die ich Mock habe, doppelt habe, aber jetzt verkauft ihr nicht wie andere Sachen, Scalper und so. Aber ich habe die Figur zum Saal hingelegt, weil die Figur irgendwie haben wollte, mal Mock haben, weil ich als Kind nicht hatte. Kennt das Gefühl, glaube ich. Deswegen habe ich die echt mal geholt. Also die Figur habe ich jetzt doppelt, nur weil ich als Kind nicht hatte. Das ist so ein Luxus für mich. Ein Zuber kann man direkt sehen, ein zweiter Kopf bei. Und Hände waren dabei gewesen. Hier genau eine zweite Hand, bei Ramon auch. Habe jetzt die in der Kiste gelagert, die Sachen, die verloren gehen. Jeder, der eine zweite Hand bei hat, dass man jetzt zwei Sachen halten kann. Das ist der Sinn davon gewesen. Also zwei Hände bei und genau, das ist noch das Schild. Ja, Besonderheit ist, dass Skeletor ein Schild bei hatte. Auch die Figur He-Man und Skeletor, Battle Armor, He-Man, Battle Armor, Skeletor, Preis auch ungefähr 10 Euro, mit Versand 15 Euro, ist auch so beliebt gewesen. Ich weiß, warum Lux-Figuren ein bisschen gefloppt sind, was preislich angeht, dass sie gefallen sind, nicht gestiegen sind. Die Figuren sind top, finde ich. Auch das Cover finde ich schön. Bei He-Man das Gleiche. Schön vorne drauf, schön gemacht die Karten, dass sie sich so erfolgreich sind, ist mit dem Rätsel. Ich schätze eine höhere Auflage, weniger Nachfrage, weil einige sagen vielleicht die Karte die gleiche Größe haben, wenn er so eine Figur bei ist, die größere Karte hat, ist ein bisschen größer, ein bisschen instabil, ein bisschen, weil die länger ist und so. Das kann ein Grund sein. Und wir haben ja noch eine Figur bei gehabt, Clamsham. Genau, ist auch bei der Dings gewesen, bei der Wave. Aber ich habe kein Clamsham gekauft, den kann man mittlerweile kaufen für 8 Euro oder so, der ist sehr unbeliebt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich persönlich so gesehen, ich habe die Figuren damals gesammelt und Clamshamp kam raus, wo ich mehr gesammelt hatte. Aber ich finde Clamshamp langweilig irgendwie. Das ist so ein, weiß ich nicht, wenn man das vergleicht, irgendwie Scarecrow, der war cool gewesen. Snakeface war cool gewesen. Sorceress war auch cool gewesen. Render war cool gewesen. Rio Blast war auch langweilig gewesen. Deswegen habe ich die Figur nicht geholt. Ich finde Clamshamp, ehrlich gesagt, das Charakter total langweilig irgendwie. Und ich bin kein Sammler, ich kaufe jetzt einen Clamshamp. Weil Masters draufsteht, nein, ich finde Clamshamp total langweilig, diese Figur, mit seinen komischen Ärmchen dabei. Rio Blast genauso, ich will das ja auch nicht kaufen, wie was rauskommen würde. Also die, wie gesagt, also müsst ihr selber wissen, habt ihr jetzt einen Clamshamp, könnt ihr ja schreiben als Kommentare und so. Ich persönlich habe keinen gekauft, ich gehe jetzt einen kaufen für 8 Euro oder so, aber ich will keinen haben, weil ich Figuren sammle, die mir gefallen, so gesehen. Ich bin kein Mensch, der alles sammelt, wo Masters draufsteht. Es gibt da solche irgendwie, die dann Figuren 3, 4 mal kaufen, die sogar, sagen wir mal, eine Barbie kaufen, wo Masters draufstehen würden und so. Ich bin kein Extremsammler, ich sammle Figuren einfach. Ein wenig, wenn ich zweimal habe, okay, das ist die Ausnahme gewesen. Aber so Figuren sammeln, kaufen, auspacken, Karte behalten, wegpacken, fertig. Bisschen schmeiße ich weg, weil bisschen ist Platz weg, aber Karten behalte ich. Also das war die erste Deluxe Wave von Masters of the Universe Origins, die parallel zu Wave 3 von den anderen normalen Figuren lief. Bis nächste Mal.